Hallo und herzlich willkommen zurück zum 3D-Let's Play Assassin's Creed 3. Viel Spaß! So, als nächstes müssen wir Stéphane Chaffaut treffen. Und ja, machen wir uns auch mal auf den Weg zu ihm. Hoffentlich stelle ich mich diesmal geschickter an als beim letzten Mal. Hier stehen überall Wachen rum. Wenn das mal kein schlechtes Zeichen ist. Ah, die Tür kennen wir doch schon. Stéphane, was ist los? Wo ist Sam Adams? Wen kümmert's? Ich wurde beraubt. Ich brachte meine Wertsachen hierher und dann kommt jemand und beklaut mich. Wo willst du denn hin? Wir wiederholen, was rechtmäßig meins ist. Der hat sich doch schon vor kurzem mal fast umbringen lassen. Den haben wir gerade noch so den Hals gerettet. Oh, Rückersee! Ein paar jämmerliche Rotröcke warten auf eine Abreibung. Na toll. Hier schlage ich auch noch das Gesicht rot, Krapül! Immer hinterher! Unauffällig ist das schon mal nicht. Zu langsam. Zu langsam. Zu langsam. Unverschämtheit. Die Bastarde nahmen mir meinen Vater in Kanada und nun nehmen sie meinen Besitz hier. Oh, es reicht. Wohl ein Franco-Kanadier. Okay, die folgen uns jetzt. Na, vorlaufen bringt wohl nichts. Soll das jetzt eine Revolution werden hier gerade? Im Getümmel unauffällig. Naja, sieht doch gut aus. Hä? Ist noch ein Gegner? Stéphane, bitte! Halte ein und höre mich bitte an! Ich habe lange genug zugehört. Die kommen in mein Haus und nehmen meine Sachen. Ich werde mich rächen. Der Verantwortliche wird dafür büßen. Und seine Freunde auch. Ich war zu lange ein friedlicher Mann. Lernt meinen Zorn kennen. So, wirklich friedlich wirkte der bisher auf uns nicht. Hey, suchst du Streit, Engländer? Ich gebe dir was, du suchst. Greift ihn! Der kann sich nicht mehr verteidigen. Ja, alle optionalen Ziele kriege ich sowieso nicht mehr hin. Muss der sich mit allen anlegen? Und wir müssen es immer ausbaden. Oh, da wird mir eine Axt angegriffen, das gefällt mir aber nicht. Sie vertrieben mich. Ich fand eine neue Heimat. Und auch die wollen sie mir nehmen. Der hat gar nichts mehr gemacht. Ich habe den einfach so umgebracht. Aber es war ein Feind. Oh, die 33%, da sind wir aber schon fast sehr nah dran. Stirb. Gut. Man kann gegen Unrecht ankämpfen, aber doch bitte nicht so.
Naja, ich habe bisher alle getötet. Stefan hat, glaube ich, noch gar keinen auf dem Gewissen jetzt. Übel. Ich geh lieber. Der ist nicht gut genug zum Kämpfen. Der sieht immer noch sehr wütend aus von seiner Gestik her, aber sagen tut er nichts. Die nächsten. Hier schlage ich auch noch das Gesicht auf. Nicht so. So langsam. Wunderbar. Ja, wunderbar. Mein Gott. Die machen auch nur ihren Job. Zerstört? Du blöder Bastard! Soll ich deiner Meinung nach Johnson sagen, sein Tee hätte sich spontan selbst entzündet? Unsinn! Jemand ist dafür verantwortlich und du wirst herausfinden, wer! Und versagst du, weide ich dich aus und finde einen anderen, der es kann! Was nun? Ein Fenster öffnen. Rekruten? Aha. Okay, ich habe nichts zur Auswahl. Ich kann aber auch nichts drücken. Ich kann es wieder loslassen. Hä? Also, ich habe LB gehalten. Da konnte ich auswählen, was ich machen wollte. Aber ich hatte keine Auswahl. Lecker. Er ist also Rekrut. Und wenn ich LB kurz gedrückt habe, dann ist das passiert. Warum? Du hast kein Recht, die Leute zu berauben. Ob das Parlament zustimmt oder nicht. Britisches Parlament? Ich arbeite für William Johnson. Johnson? Beende seine Qualen anständig. Die Leute haben scheinbar ein Ohr für dich. Was ist mit deinem Besitz? Die Leute hören mir nur zu, weil ich die Wahrheit spreche. Deutlich. Und das ist tausendmal mehr wert als der Inhalt meiner Truhe. Sollen's die Briten doch behalten. Du hast dich heute bewährt. Ich sagte vorhin, ich gebe dir ein Ale aus, wenn du mir hilfst. Statt des Biers biete ich dir Gefolgschaft. So du willst. Deine Hilfe ist willkommen und ich danke dir. Jetzt muss ich wohl zu Sam Adams. Okay, damit haben wir wohl unseren ersten Assassinen. Immerhin zwei optionale Ziele geschafft. Das ist doch schon fast ein guter Schnitt. Wir können jetzt wahrscheinlich noch, so, da es jetzt freigeschaltet ist, weitere Assassinen rekrutieren. Ich meine aber mal gehört zu haben, dass das in dem Spiel optional ist. Bei Brotherhood war das ja, glaube ich, muss man das machen. Da war es nicht optional. Aber mal schauen. Ja. Da ging es gerade um die Gilde. Ah, jetzt sind wir schon mal hier. Dann klettern wir da nochmal schön drauf. Okay, wir können mit wütenden Bürgern agieren. Okay, das hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Das war jetzt weniger geschickt. Jetzt kommt mir das Klettern auch wieder schneller vor. Runter da! Ich habe natürlich jetzt mal wieder nicht gut aufgepasst und weiß gerade nicht, was dieses Symbol da ist. Dass jetzt hier schon wütende Bürger sind. Ja, nicht. Ich meine nicht den Brief. Sind das die wütenden Bürger hier? Oder ist das einfach nur Tarnung? Wahrscheinlich. Na gut, machen wir uns auf den Weg zur nächsten Mission. Ich sollte vielleicht auch oben rechts dem Bereich mal mehr Aufmerksamkeit widmen. Ich übersehe oft, was da steht, und das ist schon ziemlich hilfreich.
Ja, okay, ich glaube, der muss man jetzt nicht bis zum Ende zuhören, der Frau da vorne. Okay, starten wir die Teeparty. Was geschieht nun? Wir warten auf das Signal. Welches Signal? Mehr kann diese Versammlung nicht zur Rettung des Landes beitragen. Dieses. Das kam ja wie gerufen. Guten Abend, Gentlemen. Sollen wir dann? Nein. Was ist denn los? Ich wurde den ganzen Tag von einer Verrücktheit in die nächste gerissen und habe nichts vorzuweisen. Bevor ich nun weitergehe, will ich ganz genau wissen, was ihr vorhabt. Natürlich. Zuerst begeben wir uns zu Nathaniel Bradleys Haus, um den Rest der Gruppe abzuholen. Dann gehen wir zu Griffins Wharf, betreten die Schiffe und versenken den Tee. So einfach. Einfach scheint etwas optimistisch. Kopf hoch, Connor. Denn heute Nacht sind wir alle Sieger. Die Söhne der Freiheit stirbt. Schicken eine Botschaft nach England und du beraubst William Johnson seiner Geldquelle. Dein Dorf ist jetzt sicher. Das werden wir mal sehen. Ich habe eine Idee. Warum gehst du nicht voran? Dann stolpern wir nicht mehr in neue Probleme. Stimmt's? Weil ich dann schon alle umgebracht habe. Ja, einen weißen Bildschirm kann ich überspringen. Ah, jetzt geht's endlich weiter. Mist, noch mehr Wachen. Wir müssen den Zaun der Menge zu unserem Vorteil nutzen. Sag mir wie, Connor, und ich sorge dafür. Okay, ich kann jetzt die Wachen erledigen und habe anscheinend, da wir jetzt in der Gruppe rumlaufen, ein paar Assassinen, die ich jetzt nutzen kann. Söhne der Freiheit. Okay, das geht offensichtlich noch nicht. Ich bleibe keine Sekunde länger hier. Okay. Der bringt da in Ruhe alle um. Das macht er eigentlich ganz gut. Okay, das jetzt nicht mehr. Au. So, den haben wir jetzt befreit, oder? Steht der ja nur einfach so drum rum. Okay. Ich mache jetzt mal nicht allzu schnell. Wenn man unten rechts sehen kann, füllt sich das Assassinen-Symbol jetzt wieder auf. Es dauert noch was, bis ich Stefan wieder rufen kann. Okay, aber ich kann das Ganze auch jetzt alleine versuchen. Bisher habe ich auch immer alleine gekämpft. Wobei das nicht unbedingt immer erfolgreich war. Aber hier sehe ich doch ein paar Musketen. Meine Lieblingswaffen. Ja. Okay. Stirb! Oh oh. Zum Glück hat die auch noch eine Nahkampfwaffe. Ah! Ihr Schweine. Das war's schon fast. Oh. Jetzt muss ich mich aber mal ein bisschen erholen. Er ist aber geflogen. Na gut. Ich glaube, das mit der Schusswaffe lasse ich lieber sein. Damit bin ich grundsätzlich einfach schlecht. Das Nachladen dauert so lange.
So, ich glaube, die schnappe ich mir jetzt zuerst, die 5. Zwar alleine. Ich glaube nämlich, wenn man einen Assassinen ruft... Boah, das ging ja gut, das ging ja gut. Herrlich. So flüssig müsste das immer funktionieren. Ich glaube nämlich, wenn man einen Assassinen ruft, geht der erst wieder weg, sobald die ganze Gruppe besiegt ist. Und ich glaube, das macht da hinten deutlich mehr Sinn. Vielleicht schleiche ich mich diesmal von der anderen Seite an und gehe nicht einfach über die Schiffe. Aha. Das Symbol hatte sich schon aufgeladen. Ich hätte Stefan schon längst rufen können. Ich dachte, das muss jetzt erstmal ein voller Kreis sein. Das zeigt wahrscheinlich nur an, wie viele Leute ich da habe. Komm schon. Ja, wohl wenigstens den einen da hinkriegen. Boah. Ist er jetzt gestorben, weil er im Wasser gelandet ist? Ah. Dafür wirst du büßen. Und tot. Schön in Slow Motion töten. Aber Stefan ist, glaube ich, wieder relativ schnell weg gewesen. Also das mit der ganzen Gruppe hat nicht funktioniert. Die Feiglinge haben sowieso nichts gemacht. Der Titel war etwas verfrüht, eingeblendet, finde ich. Wir müssen sie in Schach halten, solange der Tee versenkt wird. Ich helfe dir. Sag, was ich tue. Der mit seinem Schlachtermesser. Hackebeil. Teekisten ins Wasser werfen, okay. Aufheben. Objekt werfen, yay. Irgendwie, manchmal will er das Werfen einfach nicht übernehmen. Toll. Über Bord werfen zählt auch einfach, wenn ich es an Land werfe, was natürlich irgendwie weniger sinnvoll ist. Wahrscheinlich kann ich mir sogar aussuchen, was ich mache, ob ich den Tee Au! Juhu! Das war knapp. Luftattacke. Luftattentate mit Muskete? Nein, ich glaube nicht. Das war daneben. Ich glaube, ich muss dem gleich mal helfen, dem Paul oder. Paul.
Stirb schon. Au. Hey, ich habe einen ins Wasser geworfen. Vielleicht zählt das aber auch nicht. Ich krieg dich. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie man vernünftig wirft. Ich kann ihn jetzt wegdrücken. Okay, das war wohl schon mal werfen. Wuhu. Ich weiß ja nicht, was Luftattentate mit Muskete sind, aber eigentlich habe ich keine Lust auf die Musketen. Bevor ich jetzt hier rumhantiere und irgendwas ausprobiere, schmeiße ich lieber einfach die Sachen von dort. Ach, die können sich ja wohl ein bisschen selbst verteidigen. Ist jetzt auch fast vorbei. Und letzte Kiste. Was eine Teeparty. Ist vollbracht. Jetzt schmeckt das ganze Meer nach Tee. Zumindest hier im Hafen. Der rechts sieht echt gruselig aus. Connor, die letzte ist für dich. Der ist jetzt wertvoll. Und weg. Und damit waren wir ein Teil der Boston Tea Party. Besser, wir verschwinden hier. Aber ob das historisch korrekt war? Na gut, die Mission ist beendet und damit auch diese Episode. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.